So, da sind wir wieder, zu Hause. Ah, Hancock. Ah, jetzt hat er auch eine Waffe in der Hand. Okay, ich hatte mich schon gewundert. Ja, zu Hause in Sanctuary. Du findest, wonach du suchst, das weiß ich. Ja, bestimmt. So, wir sind in Sanctuary und es ist die 199. Folge, Leute. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, Deacon ist noch nicht hier. Ich werde mal meinen ganzen Schrott hier loswerden. Und hier, Einäscherer. Sowas haben wir auch gekriegt. Das könnte ich eigentlich auch alles mal loswerden. Was haben wir denn hier noch? Lasermuskete. Das. Die Granaten behalte ich mal. Das habe ich ja alles. Erlöser. Ach ja, genau. Ich habe ja zwei Pistolen dabei, was gar nicht so notwendig ist. Aber das packe ich, glaube ich, drüben in meine Truhe. Mal rein. Was ist? Hä, was ist? Transfer. Und dann möchte ich gerne den hier und die mal da rein tun. Dann habe ich nämlich schon echt wenig, was ich mit mir... Ach, guck mal, die Lieutenant-Mütze. Ha! Eigentlich cool, ne? ich habe ja was gekriegt von dem Roboter auf der USS Constitution. Wie heißt denn der nochmal? Der Lieutenant halt. Ich glaube, das ist auch ein Lieutenant. Ja, ich weiß nicht. Deacon ist noch nicht da, glaube ich. Vermutlich. Wir könnten mal ein Nickerchen machen. Und dann würde ich hier ein bisschen was aufräumen. Wir wollen auch da hinten eine Bar noch bauen und so. Das werden wir jetzt nicht alles in dieser Folge schaffen. Da werde ich zwischen den Folgen nochmal bauen, dass das für die 200. Folge alles tutti ist und man hier feiern kann. Und zwar in einem Stream, Leute, den man sich dann auch nochmal separat angucken kann. VOD geht dann auch hier hoch auf YouTube, alles cool. So, was möchte ich denn jetzt? Ich möchte eine Runde pennen. Es ist nachts, keine Ahnung, 10 Stunden vielleicht. Damit Deacon hier aufschlägt und ich ihm die Powerrüstung mal auch abnehmen kann. Ja. 10 Stunden ist eine lange Zeit. Es dauert ein bisschen. Gebracht. Oh. Aufgewacht. Oh, Piper. Du. Komm schon. Brechen wir auf. Nee, wir brechen gar nicht auf. Du bist nicht bei mir mit bei. Du bist. Das ist. Ich habe Hancock bei mir. Ist ein bisschen sehr früh. Ach, dieses Gequatsch schon wieder hier. Ja, ich ertrag das nicht. Ja, mal gucken. Weiß nicht, wie lange Deacon braucht, um hier aufzuschlagen. Ich mach mal, keine Ahnung, ich warte einfach mal. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Okay. Die Frage ist, ich wollte eigentlich auch noch mal schauen, ob ich noch ein paar mehr hier hinholen kann nach Sanctuary, weil irgendwie kommen keine Leute mehr. Ach, ja. Guck mal, und hier könnten wir ja auch mal wieder drauf drücken. Sollen wir das mal machen? Komm, das machen wir mal. Wir schauen mal nach. Ach, Mann. Albino-Mischling. Zumindest einmal. Boah, der hält lange aus. Ey. Meine Fresse. Was ist los? Boah, der hat keine Chance hier, ne? Wie gemein. Wo ist er denn? Hier brennt der Busch. Hier brennt der Busch. Ach, da liegt er. Oh, Mann. Sag mir, was ich tragen soll. Das ist krass. Ich glaube, wir haben jetzt kein Hundefutter mehr. Scheiße. Wir haben wenigstens noch eine Katze dazu gekriegt. Aber ja, reparieren. Habe ich das gerade? Habe ich alles, ne? Ich muss das nicht in meinem Inventar haben, ne? Habe ich das jetzt repariert? Offensichtlich. Kann ich das auch reparieren? Nee. Hundefutter in der Dose. Ja, scheiße. Habe ich nicht mehr. Okay, kann ich nicht machen. Ich kann aber immerhin... Nee. Stopp. Stopp. Nein. Ah. Wartet. So, ich kann aber immerhin... eine neue Katze... Da ist doch jetzt Futter drin, oder? Sehe ich? Ist da noch Futter drin jetzt? Das ist Futter da hinten, ne? Ja.
Immerhin könnte ich jetzt eine neue Katze wiederholen. Wir können... Oh, die Brahmin-Kuh hängt da drin. Was ist eigentlich mit unserer Bertha? Ist die noch da? Alles klar, Bertha ist noch da. ja, immerhin... Ach, das ist Dieken, ne? Hallo, Dieken. Nee. Verloren. Hä? Ist mir neu. Das ist nicht Dieken, da ist niemand drin. Aber das ist die Rüstung, oder? Ist Dieken ausgestiegen? Ist der schon hier? Hat der die ausgezogen, oder was? Vor allem schwebt die hier in der Luft. Guck mal. Ich gehe da mal rein und stell die weg. Nein, ich wollte keinen. Ach, die ist leer, deswegen. Ah. Ich verstehe. Die hat Dieken bestimmt ausgezogen, weil die leer war. Ist ja witzig. Der ist bestimmt hier schon. Boah, Ada. Vor allem, Ada sagt immer so, dass ich habe noch nie jemanden verloren. Das ist mir noch nie passiert. Aber das sagt sie immer wieder. Also ist ihr das ja offensichtlich schon mehrmals passiert. So, und Dieken scheint hier zu sein. Ich stelle mal die Power Armor zu den anderen. Die ist zwar jetzt komplett zerstört, aber ich könnte die ja mal eben reparieren. Nur dann hat Dieken, glaube ich, noch die Einzelteile, ne? In seinem Inventar. Warte mal. Power. Ich stand doch schon vor. Ich war doch schon da. So. Herstellen. Da muss ich applaudieren. Da muss ich applaudieren. Es gibt keine Teile. Ja. Okay, dann hör auf. Lass gut sein. Jetzt stecke ich hier fest. Kann das sein? Nein, okay, cool. Da muss ich Dieken finden. Der wird die Teile haben, damit ich die dran machen kann. Nur, wo ist er? Wisst ihr was? Ich läute mal die Glocke. Warum nicht? Einfach mal die Glocke läuten. So, kommt mal her hier. Ich könnte auch Dieken suchen über diesen Terminal, ne? Habe ich den hier noch angeschlossen eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wo habe ich den denn hingepackt? Aber bei mir ins Haus, ne? Aber ich habe den noch nicht wieder angeschlossen. Das müsste ich dann mal machen. Naja, so kommen die ja auch alle. Ist ja auch nicht schlecht. Was. Aber besser als die Alternativen. Ja. An einem Ort wie Diamond City würde man einem Ghoul nicht mal die Uhrzeit sagen. Tja, das tut mir leid. Hier, da ist es wieder. Er raucht immer Zigaretten, obwohl er gar keine in der Hand hat. Soll ich dem mal welche geben in sein Inventar? Für die Party könnte ich mal so nett sein, ne? Warum läufst du so um mich rum? Dieken. Du musst schon hier sein. Gut, dass du bei der Railroad bist. Wenn man bedenkt, dass Desdemona dich fast weggejagt hat. Der steht wahrscheinlich schon ewig neben ihm, ja? Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Und ich habe den nicht erkannt. Nee, ich möchte tauschen, bitte. Können wir ein paar Sachen tauschen? Hebst du ab oder zahlst du ein? Okay. Ich möchte bitte die... Ich möchte eigentlich alles. Alles nehmen. Leute brauchen einfach nur Danke. Atomsurteil kann ich eigentlich auch mal nehmen. So, und jetzt aber. Ihr könnt auch alle wieder gehen. War alles cool. Ich wollte nur kurz mit Dieken sprechen. Ist irgendwie cool, dass der jetzt auch hier ist. Dass so viele Leute hier sind. Aber es wäre halt cool, wenn wir noch ein paar mehr haben. Was wollte ich machen? Herstellen. So. Ja, genau. Linker Arm, linkes Bein. Modifizieren. Nee, ich möchte reparieren. Ausrüsten. So, und jetzt möchte ich reparieren alles, bitte. Ach, das muss nicht, okay. Reparieren, reparieren, reparieren. So, alles repariert, ne? Alles, okay. Da fehlt zwar immer noch was, aber naja, immerhin. Verlassen. Man kann nie genug Power-Armors haben, finde ich. So, cool, dass ihr alle da seid. Ihr könnt alle wieder gehen. Entschuldigung, das mit der Waffe war nicht so gemeint. Krass, wie viele Leute hier schon sind. Cool, dass Dieken auch hier ist. Komisch, dass er das anhat. Ist das also das Outfit, was er so in Sanctuary Wären trägt, oder alle was? Unsere Agenten wie du könnte das Institut aufgeben. Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Ja, genau. Ich habe auch keine Zeit zum Reden, deswegen mache ich das mal wieder. Ach, Dieken ist zugewiesen. Automatisch? Echt? Wird der automatisch zugewiesen? Aber es ist gar nicht so schlecht, dann, wenn er Essen macht. Soll er Essen machen? Finde ich okay. So, ja, ich wollte nochmal schauen, ob ich noch ein paar Leute hier hinkriege. Und zwar
Ich habe das schon mal getan. Ich bin immer froh, wenn ich sehe. Ist das möglich, indem ich in die anderen hier in die anderen Werkstätte gehe? So, zum Beispiel auf dieser Farm, da sind noch 3 Leute. Besucherzentrum, das ist in Far Harbor, ne? Country Crossing, der Slog. Ja gut, die Leute kriege ich, glaube ich, da nicht weg. Farm der Daltons. Da wollte ich eigentlich mal hin. Kann ich das auf Karte anzeigen? Ja. Nein? Ist das die Farm der Daltons? Hä? Warum wird mir das denn nicht angezeigt auf der Karte? Ach so, weil das ist das Farber. Das Farm der Daltons. Okay. Dann ist das die? Finch Farm. Ich kann, glaube ich, von den Farmen die Leute hier nach Sanctuary holen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass die überall so sind. Die Finch Farm. Ich weiß gerade nicht mehr, was ist, ey. Albury Farm. Das ist die... Da kann ich niemanden hinholen, ne? Da, also hier nach Sanctuary. Was ist denn das, was neben der... neben Grey Garden ist? Das ist Grey Garden. Und hier in der Nähe ist doch noch eine. Diese hier ist das. Das ist die Oberland Station. Ist das die richtige? Ist das die, die ich meine, oder meine ich die? Ich will mal kurz dahin reisen, weil ich glaube, ich kann Leute von den Farmen hier hinholen, oder? Irgendwie ging das. Ach, das ist die hier. Okay, nee, das ist komplett verkehrt. Ist denn hier überhaupt jemand anzutreffen? Hallo, guten Tag. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Ich muss die auf Route schicken zu uns. Und dann kann ich die bei uns fragen, ob die bei uns bleiben wollen, ne? Irgendwie so. Aber ich weiß gerade nicht mehr, welche Farm ist er. Scheiße. Ich meine, das war irgendeiner in der Nähe. Tempheims Buff. Ich meine, das war doch irgendwas in der Nähe von Grey Garden. Ist es das gewesen? Ich gehe mal kurz dahin. Die ist das. Hier wollte ich hin. So, hier ist aber niemand mehr. Doch, sie ist noch hier. Siedler. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Warte mal, die würde ich gerne komplett aufgeben, wenn ich die jetzt auf R1 setze. Versorgungsroute. Und nach... Ach so, ich habe schon einen auf die Versorgungsroute nach Sanctuary geschickt. Shit, okay. Entschuldigung, Leute. Dann müsste ich, wenn die hier ankommen, müsste ich die einsiedeln können bei uns. Okay, voll der Umweg. Total umsonst alles jetzt gemacht. So. Oh, guten Tag. Wir sind aber eine Menge bei mir im Haus. Kein drittes Auge, ja, ja. So, okay. Ich habe schon welche von da auf die Versorgungsroute geschickt, offensichtlich. So. Und jetzt hier. Seid ihr? Halt die Augen. Jetzt muss ich mal schauen. Du musst immer wachsam bleiben. Ja, ja. Du bist Karawanenwache. Ich brauche die Person, die ich auf die Versorgungsroute geschickt habe. Weil die kann ich dann abwerben. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Ja, ja, ja. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Aber irgendwie ist hier gerade keiner am Start, außer Karawanenwachen. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Blick dem Brahmin nicht. Alles Karawanenwachen. Ist doch blöd. Guck mal eben, ob hier welche auch rausgelaufen sind, weil die gehen hier auch gerade wieder raus. Wer läuft denn da? Wer ist das? Hallo? Ach, du bist auch eine Karawane. Oh, hier liegt wer? Raider. Okay. Das ist nicht schlimm, wenn da Raider liegen. Aber so funktioniert das doch. Dann kann ich die abwerben. Nur irgendwie sind nur Karawanenwachen hier am Start. Vielleicht mache ich mal eben ein Nickerchen und probiere das nochmal aus. Freude, Ihnen zu dienen,
Weil ich hätte irgendwie gerne... Hätte ja schon sein können, dass eine neue Katze da ist. Wer bist du? Mit dem Schutz der Leute Lukas. Kann man viele Kronkorken verdienen. Kann ich mit dir nicht? Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Ach, du bist ein ganz normaler Verkäufer, ne? Okay, nee. Eine Bewegung, ich will und du bist tot. Versorgungsroutenmenschen. Du! Du bist aus. Ja? Du bist aus Dingens. Hallo? Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Das ist Dingens, ne? Das ist aus dem Slog einer. Wie kann ich den jetzt. Das geht doch. Ich kann den doch ich jetzt. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Klar. Warte mal. Blödsinn. Das muss ich über. Warte. So. Den kann ich jetzt, der ist jetzt hier zugewiesen. Und den könnte ich doch jetzt... Versorgungsroute. Den könnte ich jetzt woanders hinschicken oder ich befehlige den jetzt. Zum Beispiel irgendwo hier hin. Und dann müsste der doch zu Sanctuary gehören. Bin ich... Stimmt, ne? Ich versuche das mal eben. Wo kann ich den denn jetzt befehligen? Hier haben wir schon so viele Leute. Scheiße, ich muss den irgendwo hin befehligen. Keine Ahnung. Essen. Zuweisen. Und? Klappt's? Hallo? Zuweisen. Nein, nicht platzieren. Habe ich den jetzt zugewiesen? Ich renne nochmal kurz zu dem. Ich guck nochmal. Ja, 23 Leute. Ja, das heißt, er ist jetzt hier, ne? Das ist jetzt ein... Der ist jetzt bleibt jetzt. Ja! Jetzt müsste der eigentlich hier bleiben. Was voll cool wäre, der sieht schon echt fett aus. Gehst du jetzt weg oder bleibst du hier? Wo gehst du hin? 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 Nee, aber so müsste das gehen. Also so kann ich die Leute aus den anderen Siedlungen... Ja, der geht gerade dahin. Ja, nice. Kann ich auch welche aus dem Slog holen? So kann ich die Leute aus den anderen Siedlungen hierher holen. Weil irgendwie kommen die nicht mehr zu mir durch das Signal. Und irgendwie finde ich das ganz gut, wenn ich mich nicht mehr wirklich um die anderen Siedlungen kümmern muss. Ich würde dann in den anderen Siedlungen wirklich alles quasi leer machen und alle hier hinholen und dann, ja. Jetzt müsste ich nur einmal, das könnten wir eben nochmal machen, zurück in den Slog und 9 zuweisen. Das sind 7 Leute, wobei der Slog ist halt echt gut versorgt, ne? Also da können, also die, es gibt so ein paar Siedlungen, Grey Garden können wir zum Beispiel nicht ändern, also das geht, glaube ich, nicht. Grey Garden, der Slog, es gibt so ein paar Siedlungen, die würde ich echt so lassen, wie sie sind. Wir waren jetzt auf der einen Farm, aber ich weiß halt nicht, ob ich müsste halt warten, bis die kommen. Dann kann ich die hier auch zuweisen. Was ich jetzt aber mal mache eben, weil wir nicht genug Kennst haben. Du die wir Farm, haben. Die von Gulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Ja, mit der Slog habe ich gerade drüber gesprochen. Wir haben nicht genug Betten. Also wir haben jetzt 23 Leute Was? Und 23 Betten. Gerade geht das noch, aber ich sollte auf jeden Fall ein Bett mehr machen, bevor ich hier aus Versehen irgendwas falsch mache. Wohin geht's als nächstes? So, wir stellen mal eben hier noch ein Bett hin. Möbel, Betten. Und wir tun auch noch ein schönes hier hin. So, komm, hallo? Weil wir brauchen eh die schönen Betten. Ich würde die nämlich gerne dann für die... Das ist irgendwie nicht ganz in der Ecke, ne? Kann das sein? So. Ja. Für das Krankenhaus. Ich will es wie so ein Krankenhaus machen. Ich finde es halt eh ein bisschen besser, wenn wir nur noch gute Betten, fast nur noch gute Betten haben. Die schlafen zwar auch hier in denen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das egal ist, ob es gute oder schlechte Betten sind. Also ob das die Moral erhöht, wenn das bessere Betten sind, das weiß ich gar nicht. Dieses Moralsystem ist ja so etwas komplex. Guck mal, da ist Deacon. Hi. Witzig. Wenn er jetzt dieselbe Frisur hätte wie hier diese andere, dann würden die einfach identisch aussehen. Hier, wie heißt der denn da noch? Ihr wisst schon, wen ich meine. Der hier immer werkelt. Gut, okay. Das
würde ich auf jeden Fall gerne immer mal wieder machen. Also wirklich Versorgungsrouten, die Leute hier hinschicken und dann hole ich die hier so hin und mache die anderen Siedlungen quasi leer. Das finde ich ganz gut. Jetzt gerade nervt mich aber, dass es Nacht ist. Ich würde mal eben ein Nickerchen machen. Und dann würde ich gerne noch... ihr wisst schon, hier diese Reaktoren noch aufbauen. Da würde ich gerne, das würde ich eben nochmal testen wollen. Weil gerade das mit den Laternen, dass die nicht leuchten, das nervt mich irgendwie. Wir haben schon so lange hier Laternen auf der Straße. Und leuchten die halt die ganze Zeit nicht. So, den würde ich mal wegmachen. Soll ich den verwerten oder soll ich den lieber noch behalten? Was meint ihr? Ich lager den, glaube ich, mal ein. Warte mal, Moment. Was haben wir denn da dran? Das da. War es das? Was anderes haben wir nicht da dran gemacht? Nur das? Okay, ja gut. Egal. Lagern. So. Endlich die coolen Reaktoren. Endlich können wir die aufbauen. Nämlich Special. Energie und dann Reaktor und dann... Oh, guck euch das an. Ist der nicht cool? Aber hier unten so einen vor die Tür, der ist schon ganz schön wummig, ey. Will ich den echt hier so vorm Fenster haben? Das ist irgendwie... Kann ich den nach da oben stellen irgendwo? Geht das so? Das wäre eigentlich ganz cool hier so davor. Aber da kriege ich den nicht hingestellt, weil ich keine Plattform habe, wo da drauf der gestellt werden kann, ne? Aber das würde gut aussehen da oben. Aber da oben habe ich auch noch so einen Reaktor, der so laut ist. Komm, wir setzen den da oben, weil der hat eh so viel mit seinen 100 Strom, die der produziert. Da kann ich ja jetzt alles hier an dem Haus dran machen. So, weil der hier ist auch... Warte mal, ich muss hier rum, glaube ich. Sonst komme ich da nicht so gut dran. Warte, Moment. So. Der hier ist scheiß laut. So, was habe ich denn da alles dran? Das Ding... Das und das Ding. Okay, den lagere ich auch mal ein. Und dann stelle ich den hier hin. Ist der cool hier oben drauf? Ja, oder ist okay. Oder? Was meint ihr? Ja, doch, ne? Wie nah kriege ich den denn an das Ding dran? So. Oh, das erste Mal so ein Reaktor gebaut. Moment, ich muss mal jetzt hier irgendwie wieder rauf. Normal auf die... aufspringen hier. Das ist schon fett. Geil. Nice. Richtig nice. So, Kabel anbringen. So. Und Kabel anbringen. Und... Na, komm. So. Jetzt müsste ich aber unten da noch ein Kabel anbringen. Hier müsste noch eins dran. Hallo? Kabel anbringen. Kriege ich den da hoch? Nee. Das steht hier so cool. Eigentlich finde ich das ganz gut. Aber ich kann ja Leitungen legen. Leitungen mit Licht oder Leitungen, die streuen. Sowas hier zum Beispiel. Energieabstrahler. Den könnte ich hier draufsetzen. Und da kann ich Leitungen verbinden, ne? Nee, das hat nur... Wartet mal, da kann ich keine Leitung dran machen, sondern dann müsste ich... Warte mal, da kann ich eine Leitung dran machen. Okay. Okay, okay, wartet mal. Dann packe ich hier einen drauf. Hier so vorne vielleicht. Gibt es nicht so einen? Genau, so einen würde ich da gerne hinpacken. So. So, dass das so auf der Spitze ist da. Na, 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 so. Zeigbar. Ja, quasi perfekt. So, und jetzt müsste ich ja da noch eine dran machen können. Und den kriege ich jetzt vielleicht da drunter. Ich hoffe, ich habe genug Kupfer. Kriege ich den jetzt da dran? Nein! Was ist denn da im Weg? Aha. Scheibenkleister. Aber der sitzt da so gut.
Ich könnte den... Nee, das geht auch schon nicht mehr. Hier kriege ich den noch hin. Ich glaube, ich mach das. Es ist zwar unnötig, aber ich finde ihn so cool, wenn er da so oben drauf sitzt. Ich glaube, ich mache hier noch einen hin. Oder? Was ist denn, wenn ich das jetzt mit Licht mache? Das ist dann wirklich nur Licht, ne? Lichtleitung. Das sind die wirklich nur für den Boden. Und die sind immer gerade. Okay, damit kann ich nicht viel anfangen. Das ist natürlich scheiße. Ach ja, gut. Keine Ahnung. Dann setze ich hier noch einen hin. Boah. Aber ich habe genug Kupfer. Ich habe echt viel Kupfer. Wo habe ich das ganze Kupfer her? Hä? So, wenn ich den jetzt hier so hin, dann schwebt der in der Luft, ne? Warte mal, ich mach nochmal. Ich wähle den nochmal an. Nee, der schwebt immer in der Luft. Oh, ist doch irgendwie hässlich. Oder hier so drauf. Aber das funktioniert auch nicht, ne? Wenn ich den da drauf packe, dann ist der auch wieder mit irgendwas im Weg. Ich versuch's mal eben. Nee, Moment. Wisst ihr, ich mach das so und dann könnte ich davor Licht machen. Da so drauf. Ihr werdet sehen, was ich meine. Moment. Ich pack den mal so. Jetzt gucke ich mal, ob ich die Leitung... Kriege ich die da dran? Please. Oh no. Schon wieder, weil es durch was durchgeht. Ach, Kacke, Mann. Scheiße. Ich will doch nur, dass das gut aussieht. Ist doch kacki. Echt jetzt. Ich will euch... Moment, ich zeige euch mal, was ich meine. Ich wollte hier so vorne... Habe ich nicht noch mehr Licht? Ist Licht immer nur Kreuz? Gibt's nur das Licht? Nur das? So hatte ich gedacht. Einen dahin und dann einen... Oh, na toll. Einen auf der anderen Seite. Sekunde, ich gehe dann nochmal hoch. Das ist ein bisschen anstrengend, dass man hier immer so runterfällt. Durch die Löcher und so. Ist das so? Dann haben wir hier so Licht drüber. Muss das nur irgendwie parallel setzen. Ich habe doch hier so eine große Leitung. Kriege ich die dann nicht verbunden? Nee, andere Seite. Da. Ja, ja. Andere Seite. Andere Seite. Hallo. Krieg da wieder nicht hin, ne? Weil da was zwischen ist. Kann ich da drauf springen? Ja. Ah! Oh, das wäre so cool, wenn hier oben so Lämpchen drauf sind. Macht er nicht. Da dran sollst du! Ich lasse das mal so und dann gucke ich nochmal, ob ich das irgendwie umgesetzt kriege. Ach, guck mal, ich könnte das an die Laterne machen und von der Laterne hier runtergehen. Das könnte ich machen, oder? Das ginge. Wartet mal. Oh, das sieht es natürlich heftig, ne, mit den ganzen Kabeln. Wobei das letztendlich eh so werden wird. Oh, die erste Laterne, die leuchtet. Ich fass es nicht. Warte mal, ich will mal gucken. Hä, das geht nicht? Ist das zu lang? Oder habe ich zu wenig Kupfer? Ist das zu weit auseinander? Scheiße, ist das echt zu weit auseinander? Ich dachte, ich könnte zwischen den Laternen das machen. Das geht auch nicht. Jetzt weiß ich nur nicht, habe ich zu wenig Kupfer oder ist das zu weit auseinander? Also ich könnte die Laternen auch ein bisschen näher machen. Ist aber irgendwie doof, finde ich. Oder? Die noch näher zu machen aneinander.
Naja, auf jeden Fall haben wir da oben jetzt schon mal, wenn wir jetzt hier reingehen, da ist er übrigens, den meinte ich, Sturgis, so heißt er, Sturgis. Dann sieht Deacon so aus wie Sturgis, wenn er die Perücke aufhat. Hört mal, es ist hier nicht mehr laut drin, ich finde das so geil. Und hier, das muss ich auch noch irgendwie verbinden. Das leuchtet jetzt alles hier drin, das ist super. Ich finde das halt hier mit diesen Lämpchen so cool. Ich hätte das so unheimlich gerne da oben auch so drauf. Das würde halt voll viel ausmachen. Aber das schauen wir dann alles nochmal. So. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn hier? Wir haben doch hier irgendwo auch... Wo ist denn hier? Da oben ist der Reaktor. Ja gut, so ein paar, die so lauter sind, können wir schon nehmen. Das ist nicht so ganz so schlimm. Aber es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir hier in der Nähe... Ach, hier haben wir so einen lauten. Ist auch ganz cool eigentlich, ne? Dass hier so ein lautes Ding hinter ist. Ach, ich weiß noch nicht. Ich muss mal irgendwie schauen, wo wir die ganzen Reaktoren dann hinstellen. Wie viel kann ich... Könnte ich noch... Wie viel kann ich denn noch machen? Kristall... Kupfer 20. Ist schon nicht wenig, ne? Aber wie gesagt, der produziert 100, ey. Das ist krass. Ich müsste die halt ganz gut verteilen überall. Hier so. Vielleicht wirklich hier vorne noch einen hin. Hier so hinter. Keine Ahnung, hier so hin. So. Hallo? Warum kann ich den da nicht platzieren? Ach so. So hier, wisst ihr? So. Hier wird der ganz, ganz aussehen, ne? Oder? Ich will mal schauen. Ich stelle eh einen hin, deswegen. Ich kann den ja auch nochmal umstellen. Wie nah kriege ich ihn denn ran? So. Ist ganz witzig hier so hinter dem Schild, finde ich, oder? Hat irgendwie eine coole Position. Warte mal noch ein bisschen weiter rein. Sieht cool aus. Komm. Ich glaube, es gibt ein paar ganz coole Positionen für diese Reaktoren. Hier habe ich noch gar nichts, aber ich will dann ein paar Laternen bauen. Gut, Leute. Ja, wie gesagt, es ist die 199. Folge. Für die nächste Folge baue ich also hier hinten noch eine Bar und so. Lasst euch überraschen, es wird sehr geil. Beziehungsweise kommt einfach in den Stream dazu, in den Baustream. Da werden wir dann alles für die 200. Folge vorbereiten. Ja, ich freue mich auf euch. Kommt, schaut vorbei. Die Folge jetzt hier war nicht so spannend. Ihr habt jetzt nur ein bisschen was von meinen Plänen mitgekriegt. Und was ich so vorhabe. Aber naja, auch sowas muss mal sein. Dann würde ich sagen, entweder bis zum Stream oder bis zur 200. Folge. Bis dann. Ciao.